So, Milan, du kannst anfangen. Genau, hallo, willkommen. Mein Science Slam heute heißt To Beer or Not To Beer oder die Wirkung der Lebensmittelkontaminante 3-Monochlorpropandiol auf den oxidativen Status des Redox-Sensor-Proteins DJ1. Ihr hört schon, ihr habt es ja auch gerade eben schon gehört, ich bin Biochemikerin und das ist ein Hardcore-Biochemiker-Slam. Sind zufällig Biochemiker anwesend? Innen? Ja. Egal. Also, Biochemie. Ich habe Biochemie studiert. Was macht man mit Biochemie? Also, in der Biochemie nehmen wir die coolen Sachen aus der Biologie, also so niedliche Tiere und interessante Pflanzen und die coolen Sachen aus der Chemie, also Farben, Kristalle, Explosionen. Und das ignorieren wir dann. Und wir beschäftigen uns vor allen Dingen hiermit. Also, ich zoome da mal ran. Hiermit. Das sind farblose Flüssigkeiten, möglichst kleines Volumen, irgendwas, was man auf gar keinen Fall sehen kann und so alles, was sich so in der Zelle abspielt, das finden wir klasse. Und ich arbeite in der Toxikologie. Toxikologie hat der ein oder andere wahrscheinlich schon mal gehört, hat irgendwas mit Giften zu tun. Ist mega cool, Gifte. Gifte sind überall. Pfui, ja. Manchmal sind wir denen ausgesetzt, wie zum Beispiel im letzten Jahr gab es diesen großen Fibronil-Skandal. Manchen setzen wir uns auch selbst aus und dann ist die Frage, was so giftiger ist, ne? So 7 Zigaretten oder 7 Eier am Tag, weiß man nicht. Und auch in der Politik sind wir immer mehr Giften ausgesetzt. Und wenn man sich mit Giften beschäftigt, ich habe keine Zeit, wenn man sich mit Giften beschäftigt, dann kommt man an einem Mann nicht vorbei und das ist dieser junge Herr hier, das ist Paracelsus. Und Paracelsus hat vor 500 Jahren gesagt, etwa alle Dinge sind Gift und nichts ist ohne Gift, allein die Dosis macht's, dass ein Ding kein Gift sei. Sieht man auch immer wieder bei uns im Labor, also das ist so ein normales Labor, ne, wie bei uns, das ist alles schön aufgeräumt, wir sind ja auch im Bundesinstitut. Und dann sind da aber manchmal so Bachelorstudenten und ich entschuldige mich jetzt bei meiner Bachelorstudentin, die auch hier ist. Und Bachelorstudenten, wenn die im Labor sind, dann sieht es manchmal so aus, die vergessen irgendwas unterm Abzug, aber das ist okay, so, da ist die Stimmung immer noch ganz gut. Aber wenn da jetzt mehr Bachelorstudenten sind, dann findet man vielleicht auch mal sowas auf der Bench, da ist die Stimmung schon nicht mehr ganz so gut, die PhD-Studierenden spucken sich gegenseitig in die Experimente. Und wenn das Labor voller Bachelorstudierender ist, dann findet man sowas unter der Sterilbank und dann ist die Stimmung im Labor eher so. Gut. Also mein Gift of Interest ist allerdings 3-Monochlorpropandiol und die Chemiker unter euch wissen schon, wie das aussieht. Für alle anderen, so sieht's aus. Das sagt euch jetzt wahrscheinlich noch nicht so viel, aber ich würde sagen, ihr habt das alle schon mal gegessen. Und ihr habt es wahrscheinlich auch alle heute gegessen, weil das ist nämlich eine hitzeinduzierte Lebensmittelkontaminante, also irgendwas, was im Essen ist, was durch Hitze entsteht, sowas ähnliches wie Acrylamid, nur anders. Und das ist unter anderem in Palmöl zu finden, relativ viel. Und Palmöl, wissen wir, ist in allem möglichen verarbeiteten Zeug drin, also zum Beispiel auch in Bratkartoffeln oder in Schokolade. Es entsteht aber auch bei anderen Prozessen, zum Beispiel beim Rösten von Kaffeebohnen oder beim Fermentieren von Sojasauce. Und das eigentlich Besorgniserregende ist, dass es auch in so Ersatznahrung für Babys gefunden wurde. Und das wäre alles nicht so schlimm, wenn 3-MCPD das neue Superfood wäre, so die Spirulella-Algentabletten von 2018. Aber 3-MCPD wurde gezeigt, dass es in Rattenkrebs auslöst. Also vielleicht nicht ganz so cool. Und jetzt könnte ich da so verschiedene Forschungssachen mitmachen, zum Beispiel könnte ich 3-MCPD den Ratten zu fressen geben und dann zählen, okay, wie viele Ratten haben Krebs, wie viele Ratten sind tot, aber das kann ich ja sehen, ne? Das interessiert mich ja nicht, also ich will ja irgendwas Klares, Flüssigkeit und so weiter und so fort. Und mich als Biochemikerin interessiert, was macht denn 3-MCPD in den Ratten, damit Krebs ausgelöst wird? Und dann guckt man sich als Biochemiker und Biochemikerin erstmal so den Stoffwechsel an, das ist so ein grober Überblick. Dachte ich mir, ist vielleicht ein bisschen viel für die Masterarbeit. Zoome ich mal ein bisschen rein. Ist immer noch ganz gut vernetzt. Sorry, dass man das alles nicht so richtig sehen kann. Ist halt ein bisschen klein, sehr viele Proteine. Deshalb war mir immer noch ein bisschen viel und ich habe mich auf ein Protein konzentriert und das ist hier und das heißt DJ1 oder DJ1. Und es ist relativ klein und es interagiert mit vielen anderen Leuten, aber man weiß eigentlich nicht so richtig, was es macht. Das hat mich ein bisschen an mich erinnert, fand ich gut, habe ich genommen. Und
DH1 ist super wichtig in der Zelle. So. Wenn es DH1 gut geht, dann geht es der Zelle eigentlich auch gut. Und deshalb kann man das eigentlich auch ganz gut mit so einem DJ vergleichen. Außerdem hat es auch diesen gleichen Namen. Und die Zelle wäre dann in diesem Fall der Club. Und wenn es dem DJ gut geht, dann geht es im Club, also der Zelle, auch gut. Und jetzt weiß man von früheren so Partys, dass unser DJ, der kann, was ich noch sagen wollte, ist, was der DJ dafür machen muss, wie ich ja auch gerade schon erzählt habe, der redet ganz viel und zwar mit so verschiedenen Akteuren. Und im Club sind das zum Beispiel der Türsteher oder der Barkeeper, die Chefin des Clubs, wird natürlich von einer Frau geleitet, und dieser weirde Tänzer auf der Tanzfläche. Und in der Zelle sind es auch andere Proteine, zum Beispiel P53, NRF2, ASK1 oder P10. Wenn ihr jetzt Bio-Something seid, dann sagt euch das was. P53 ist zum Beispiel der Wächter des Genoms, ansonsten sind es einfach nur sehr coole Namen. Und was man allerdings eben von früheren Partys weiß, ist, dass unser DJ, der kann nicht so gut alleine. Der tritt immer mit einem anderen DJ auf. Das ist sozusagen so sein Buddy. Und die sind immer sehr nah beieinander. Man hat gemerkt, wenn die sich jetzt trennen, dann kippt die Stimmung in dem Club so ein bisschen. Die Gäste trinken zu viel, es gibt Prügeleien auf der Tanzfläche und die Leute kommen einfach nicht mehr vom Klo runter. Also nicht so gut. So, aber wenn die beiden zusammen sind, ist alles super, Musik läuft. Jetzt kann es aber mal passieren, dass in der Zelle so ein bisschen Stress entsteht. Ne? Und das ist wie im richtigen Leben, das kann durch alles Mögliche passieren. Also die Bank kommt zu spät, der Chef ruft an morgens früh oder die AfD hat mal wieder in irgendeinem Landkreis gewonnen. Und was unser DJ dann macht, wenn er diesem Stress ausgesetzt ist, ist ganz klar, holt sich ein Bier. Im Biologenfachsprech bezeichnet man das als Oxidation von einem Protein. Aber mit seinem einen Bier in der Hand läuft das alles noch ganz gut. Er hat da immer noch, kann immer noch mit den ganzen Leuten da kommunizieren, es funktioniert alles. Er kann auch seinen Buddy da oben halten, es läuft alles gut. Aber es kann sein, dass der Stress dann trotzdem anhält. Ist immer noch gestresst. Da muss der DJ sich ein zweites Bier holen und es kommt zu einer zweiten Oxidation. Jetzt hat dieser Typ hier, seht ihr ja, zwei Bier in der Hand. Und wie soll er den Typen da oben noch halten? Das funktioniert einfach nicht. Die beiden fallen auseinander. Sie können auch nicht mehr mit ihren Freunden kommunizieren. Und die Stimmung im Club sieht dann eher so aus. Jetzt war meine Frage natürlich, okay, was macht denn 3-MCPD mit DJ One? Und dafür haben wir Ratten 3-MCPD oder normale Rattennahrung zu fressen gegeben, die getötet und die Leber extrahiert, also nicht ich, weil ne, es ist viel zu viel Lebewesen und viel zu viel kann man sehen und so, es war alles nicht so meins. Aber aus der Leber kann man dann so Proteinmatsch machen. Das ist wiederum eine klare Flüssigkeit, relativ wenig Volumen, kann man super mitarbeiten. Eine Rattenleber hat halt auch nicht so viel Volumen. So, und dann habe ich mir in dieser klaren Flüssigkeit mal angeguckt, wie sieht denn DJ One da aus? Das ist jetzt DJ One im Protein-Outfit. Ist DJ One super zufrieden mit seinem Buddy oder ist es doppelt oxidiert und deshalb fällt es auseinander? Und das kann man dann quantifizieren, dann bekommt man so ein schönes Diagramm wie hier und dann sieht man, oh geil, in der Kontrollgruppe, also die Ratten, die normale Rattennahrung zu fressen bekommen haben, da ist DJ One super glücklich, zusammen mit seinem Kumpel. Bei 3-MCPD allerdings überwiegt die Form, wo DJ One doppelt oxidiert ist. Also, und genau, diese drei Sternchen hier, die zeigen Signifikanz, da freut sich jeder Forscher und jede Forscherin, denn das heißt, es ist relevant, was ich da gemacht habe und es ist ein wirklicher Effekt und ich dachte, oh cool, jetzt bekomme ich bald das hier, aber entweder ich habe den Anruf verpasst oder ich bin zu jung oder eine Frau oder was auch immer, aber dafür hat es gereicht und danke. Was heißt das jetzt für mich? Also weiß ich jetzt, wie 3-MCPD in Ratten Krebs auslöst? Nee, weiß ich nicht. Aber ich weiß, also ich meine, denk zurück an diesen Stoffwechsel, da sind auch noch viele andere Spieler involviert, also da muss man noch einiges erforschen. Aber ich weiß, dass durch 3-MCPD in den Ratten DH1 doppelt oxidiert wird und dadurch wahrscheinlich auseinanderfällt. Und so ist Forschung leider, es ist super kleinteilig und man forscht immer am Puzzleteil des Puzzleteils. Und was heißt das jetzt für euch? Nie wieder Sojasauce, nie wieder, genau, nie wieder Palmfett, kein Kaffee mehr. Nee, denkt an diesen Mann hier, Paracelsus, die Dosis macht das Gift. Achtet darauf, vielleicht nicht immer nur Bratkartoffeln zu essen oder nur Nutella, da ist auch sehr viel Palmfett drin. Sorry.
Und ansonsten wünsche ich euch viel Spaß. Holt euch ein Bier, aber nicht zwei. Das kann zu unvorhergesehenen Konsequenzen führen. Ich möchte echt nicht daran schuld sein, dass jemand heute zu seinem Partner oder seiner Partnerin sagt, Schatz, ich wurde doppelt oxidiert. Wir müssen uns jetzt leider trennen. Vielen Dank. Lynn Voss, dein Applaus. Gönn ihn dir.